3 gegen 1 Situation. Lindgren völlig alleine vor dem Tor, das 1:0. Bertolt Lindgren mit seinem 10. Tor in dieser Saison. Perfekt natürlich angespielt. Die Angriffsauslösung über Wieser auf die linke Seite. Dann der Pass zur Mitte und Niefeler konnte das Gegentor nicht mehr verhindern nach diesem perfekt getimten Pass von Baumgart. Kessler, Dubois und Ablenkversuch und das zweite Tor des HC Davos wird erzielt von Marc Wieser. Das Powerplay wäre in 8 Sekunden zu Ende gewesen. Ness hätte nicht zurückkommen können, aber natürlich der Stellvertretende von Ness, der die Strafe für ihn abgesessen ist. Losli hätte zurückkommen können, aber das haben die Davoser mit diesem Tor von Wieser beschleunigt. Somit führen sie also mit 2:0 in dieser Partie Nummer 1 nach dem Spengler Cup. Wieder ein Ablenker und da ist der Treffer. Ashley Mann im Davoser Tor. Er hat da die erste Scheibe noch abwehren können. Dann aber haben die Lakers zugeschlagen. Mit Dünner. Sein 5. Tor, das tut den Lakers natürlich extrem gut. Randecker hier und dann war die Scheibe drin. Aber auch dieses Zuspiel hat nicht geklappt und so ist es Frehner auf der rechten Seite. Eschelmann, aber Frehner mit dem 3:1. Das dürfte die Entscheidung sein in Unterzahl. Der HC Davos mit dem 3:1 durch Frehner 2 Minuten und 43 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit. Das war ein deutliches Zeichen, nachdem der HC Davos bei seinen vorderen Unterzahlspielen schon diverse Möglichkeiten hatte, zieht es hier Frehner alleine durch. Ashley Mann wäre rechts mitgelaufen. Dufner hatte keine Möglichkeit mehr einzugreifen.